Beachte die Balance. Vergott. Schön zärtlich, zärtlich. Andrei Semjonowitsch Filipov, zum Putzen sind Sie hier. Ich habe Ihnen verboten, bei den Orchesterproben dabei zu sein. Du willst dich für das Bolschoi-Orchester ausgeben? Und wir werden dort spielen. Im Theater du Châtelet, ein Traum. Aber seit 30 Jahren haben wir nicht mehr gespielt. Wir sind der letzte Dreck. Weißt du noch, wie man ein Orchester managt? Der KGBler Ivan Gavrilov, bist du verrückt geworden? Er spricht Französisch besser als Molière. Möchte ich bitte freundlich parlieren avec Monsieur Duplessis? Möchten Sie mich einführen, wenn Ihnen gefällt? Ah, Monsieur Gavrilov, welche Freude! Also Ivan, unser Konzert, sehen Sie es im Bereich des Möglichen. Nur noch 3 Tage und wir haben weder Schlagzeug noch Kontrabass. Notfalls werde ich den Kontrabass mit dem Mund machen. Na komm. Wichtig außerdem, wer ist der Solist? Natürlich die Beste. Anne-Marie Jacquet. Welches Orchester? Das Bolschoi. Das Bolschoi? Und du sagst nein? Der Mann ist eine Legende. Wo bleiben die Busse? Nur Geduld. Ich habe alles im Griff. Ich bin ein Profi. Andrei Filipov, Anne-Marie Jacquet. Dobry den. Ich möchte Sie sehr heiß küssen. Das berühmte Temperament der Slaven nehme ich an. Wo ist Ihr Orchester, Monsieur Filipov? Das ist mein Orchester. Da ist es! Immer das Gleiche mit den Russen bevor. Die Spuren brauchen Sie erst ordentlich eins auf die Birne. Warum wollten Sie für das Konzert mich haben? Dieses Konzert ist, n'est pas, wie Bekenntnis. In jedem Ton der Musik ist das Leben. Ich habe meine Eltern nie gekannt. Ich habe sie früh verloren. Wenn ich spiele, möchte ich ihren Blick auf mir spüren. Als wären sie da. Und wenn Ende Konzert Sie würden finden, Eltern, Mademoiselle? Was sagen Sie da? Tja, ihr wolltet die Russen.